Der Test. Nutzfahrzeug. Das klingt nach Schweiß, Schmutz und edlen Ledersitzen. Zumindest, wenn man den harten Arbeitsalltag in einem neuen Nissan Navara verbringt. Angenehmes mit Nützlichem zu verbinden ist keine Erfindung von Nissan. Und auch im immer beliebter werdenden Pickup-Genre sieht man diese Kombination immer häufiger. Doch der Trick ist es, den nach wie vor fleißigen Hacker zu geben und dabei allen modernen Lifestyle-Gelüsten gerecht zu werden. Beim Navara steht und fällt dieses Unterfangen mit der Ausstattung. In der Basis ist er völlig dem Nutzwert untergeordnet. In der von uns getesteten Top-Ausstattung namens Tegna fährt man allerdings schon tief in der Lifestyle-Ecke. Das zeigt sich auf Anhieb an der herausgeputzten Erscheinung des Navara. Eine mittelschwere Chromorgie erwartet den Navara Tegna-Fahrer. Vom Kühlergrill bis hin zum massiven Überrollbügel auf der Ladefläche glänzt das dekorative Metall. Zu den Highlights der Tegna-Ausstattung gehören außerdem Scheinwerfer mit Voll-LED-Technik, ein Glasschiebedach und das Nissan Connect-Navigationssystem mit Around-View-Monitor. Die feinen Ledersitze und ein Multifunktionslenkrad nimmt man da schon fast als selbstverständlich hin. In Summe ist alles sehr gut verarbeitet und die Materialauswahl ist standesgemäß robust. Trotz der feinen Anmutung hat man jedoch nie das Gefühl, an seiner Nutzfahrzeugbestimmung zu kratzen. Das merkt man besonders, wenn man sich die Leistungsdaten des Navara ansieht. In unserem Fall steckt da der 2,3 Liter Vierzylinder Diesel mit 190 PS unter der Haube. Er knuspert nach dem Kaltstart vertrauenserweckend vor sich hin. 450 Newtonmeter und zuschaltbarer 4x4 Antrieb lassen ihn Anhängelasten von bis zu 3,5 Tonnen schleppen. Im Alltag werden die Hinterräder angetrieben und dank eines gut abgestuften 6-Gang Handschaltgetriebes soll ein Verbrauch von 6,3 Litern auf 100 Kilometern möglich sein. Ein Wert, der aber nur durch sehr präzises Surfen auf der Drehmomentwelle erreicht werden kann. Unser Go-Tipp, das 7-Gang Automatikgetriebe. Es verbraucht zwar einen halben Liter mehr, aber dafür ist dieser Wert leichter zu erreichen. Außerdem ist es ein großes Plus an Komfort. Unbeladen hoppelt er bei höherem Tempo ein wenig an der Hinterachse. Das ist den Pickup-typischen Blattfedern geschuldet, daran ändert auch die Kesse-Spoilerkante an der Ladebordwand nichts. Doch je höher die Zuladung, desto satter das Fahrverhalten. Bis zu maximal 975 Kilo Zuladung sind möglich. Dank robustem Riffelblech muss man sich um etwaige Beladeschäden keine Sorgen machen. Das führt uns auch schon zu unserem Go-Fazit. Der Nissan Navara ist der, der einem arbeitstechnisch alle Sorgen abnimmt und richtig ausgestattet auch noch für ein nettes Arbeitsklima sorgt. Und mehr kann man von einem Nutzfahrzeug wohl eher nicht erwarten.